Hallo und herzlich willkommen zu StarCraft 2 Replaycast Nummer 683. Dieses Mal mit einem TVP. Auf Blackpink ist unsere erste Karte, ist natürlich wieder ein Best of 5. Wir haben in Rot den Terraner aus Südkorea. Es ist Jack-Chi. Spielt bei Team Revolution. Und der hat gegen sich den Protoss aus Frankreich hier in Blau beim Team My Insanity. Es ist Petit Drogo. Ja. Wir haben hier Jack-Chi gleich mal mit Team Command Center First. Beginnt hier also ziemlich greedy auf diese Map. Ist eine Zwei-Spieler-Karte hier. Aber natürlich, Distanz ist gegeben zwischen den beiden Spielern. Auf Neon Violet Square braucht man noch ein bisschen, um über die ganze Karte drüber zu kommen. Das wird im späteren Spielverlauf, wenn man die Rocks öffnet, kommt man da einfacher zu seinem Gegner. Das beschleunigt die Sache etwas, aber so muss man immer durch diese lustigen kleinen Blöcke manövrieren, die die Einheiten sehr schön aufstaffeln. Sieht ein bisschen dämlich aus. Aber so ist das eben. Ja, Jack-Chi dahinter. Er nimmt die Doppel-Barracks, bleibt aktuell hier noch. Ja, Jack-Chi bleibt noch ohne Gas. Ich bekam gerade einen Anruf von O2. Gott, gehen die einem manchmal auf den Sack. Und wir haben damit die Triple Barracks hier schon vom Terran. Heißt, da gibt es gleich richtig viele Marines. Ansonsten Jack-Chi natürlich seine Netzwerk kann auch gleich besetzen. Die ist in Kürze fertiggestellt. Währenddessen bei Drogo hier mit der One-Gate Expansion und danach hier in das Stargate. Auch relativ üblicher Opener. Also nichts Besonderes hier von Drogo beim Terran. Das ist ein bisschen unkonventioneller, was er hier spielt, aber mit dem neuen Patch kam das doch mehr und mehr in Mode. Zudem hier, die Economy läuft, die läuft ziemlich gut. Das muss man ihm lassen, mit der gleich Doppel-Mule. Da geht dann richtig viel ab, da heißt es viel Mineralien-Income. Da wird er den Protoss weit überholen. Aber natürlich, der Protoss hat Chrono-Boost, kann damit sehr, sehr viele Probes produzieren und damit auch im ganzen Worker-Count und dann auch in der Economy mithalten mit dem Terraner. Ja, das Stargate ist in Kürze fertig. Wir werden höchstwahrscheinlich einen Oracle sehen. Und wir haben hier mal einen Adept, der geht auf Scouting-Tour mit seinem Shade und scoutet auch mal zur Seite, um sicher zu gehen, dass da nichts auf ihn lauert. Ansonsten geht es einfach direkt rüber Richtung Terraner-Basis. Währenddessen haben wir hier nochmal ein SCV. Das ist wahnsinnig abseits von der Welt hier aktuell, vom Weltgeschehen. Und hier oben sammeln sich die Marines. 6 Marines aktuell gegen den Adept. Und Oracle ist auf dem Weg, braucht allerdings noch ein Stück, bis es dann wirklich über die Karte geflogen ist. Der Adept hier schaut sich die Sachen an, wird vermutlich nicht reinschaden. Weil gegen so viele Marines ist das ein bisschen zu kritisch. Diesen Fight kann der Adept dann nicht gewinnen. Ja, zudem holt sich jetzt Jack-Chi noch die E-Bay, zusammen mit dem Stim-Upgrade. Die restlichen Barracks sind noch ohne Addon, aber das wird auch in gewisser Zeit dann passieren. Aktuell kümmert sich eben Jack-Chi um seine Verteidigung. Möchte aufpassen, dass da nichts passieren kann, dass das Oracle eben nicht seine ganzen Worker vernichtet, weil er zu wenig Marines hat. Wenn das SCV ist nochmal am Scouten, sieht die Netzspur vom Protoss und jetzt da kommt das Oracle in die Mainbase. Da ist, sind ein paar Marines da, da ist das Missile-Turret noch nicht ganz fertig. Aber trotzdem, das Oracle hier ist bereits sehr, sehr vorsichtig, wo er sich dann eigentlich hinwagen kann, fliegt bereits ein paar Schilde. Und jetzt sind auch die Missile-Turrets durch. Missile-Turret an der Natural ist keins vorhanden aktuell. Das sind einfach nur die Marines. Und die Marines versuchen hier zu fighten mit dem Oracle. Versuchen es hier rauszukiten. Und es verbleibt ein Marine. Das Oracle nimmt mal die ersten Kills mit. Nimmt jetzt hier auch noch ein SCV mit. Ein zweites SCV. Das Oracle sammelt jetzt hier fröhlich Kills. Hat natürlich auch Hitpoints verloren. Aber das war schon mal gar nicht schlecht hier. Jack-Chi hat einfach hier das Missile-Turret in seiner Natural ignoriert. Und dafür gerade büßen müssen. Und ja, jetzt baute ich auch entsprechend eins dafür. Zeit des Oracles auf dem Feld für Drogo. Die Doppel-Oracle-Combo. Und danach werden wir vermutlich eh in eine Gateway-Army gehen, mit bisschen Robo-Unterstützung, Twilight, weiteren Upgrades, alles in diese Richtung, denn man baut selten eine Air-Army gegen den Terran. Ja, da kommen auch mehr und mehr Gateways online, Schildbatterie wird auch mal defensiv gebaut und eben dritte Basis kommt hier gerade für den Protoss. Indessen geben die Oracles natürlich schön Webvision und kann damit auch easy diesen einzelnen Marines abgrasen, das ist überhaupt kein Problem. Jack-Chi allerdings auch hat sein Tech vorangebracht, hat jetzt hier eine Factory. Die baut sich gerade fröhlich einen Reaktor und es kommt auch ein Starport mit dazu. In der hintersten Ecke. Interessant eigentlich das Building Placement. Alles sehr, sehr nach hinten zentriert. Also wirklich wenig hier an der vorderen Kante. Frag mich warum, weil hier hinten wird es langsam eng auch mit den Addons, wenn man hier das so sieht. Rudy Factory wird vermutlich abheben und dann, ja, bekommt der Starport den Reaktor und die Factory setzt sich mal um, damit man eben die Doppel-Medivacs produzieren kann und später auch Doppel-Liberator. Ansonsten gibt es Stim und Combat Shield und plus 1, also alle üblichen guten Terraner-Upgrades für die Bio, damit die kampffähig ist. Hier gerade mal nochmal der Tag auf die Marines und die Oracles können wir momentan nicht wirklich viel anrichten. Aber Protoss hat hier eben seine dritte Basis stehen, hat bereits 52 Worker und Drogo wird auch noch ziemlich schnell nach oben schießen mit 3 Nexus mit Chrono Boost.
Da kann man wahnsinnig viele Probes rauspumpen. Das heißt, wir sollten die 66 in Kürze erreicht haben. Hier mal kurz wird die dritte Basis gebaut, aber das arme SCV wird das nicht überleben. Dann wird auch direkt das nächste SCV dazugeschickt und ein Missile Turret hier gebaut. Ja, die Oracles sind immer noch nervig hier für Chuck-Chi. Er hat aktuell keine Vikings auf dem Feld. Er hat zwar Marines, aber eben die Marines, die müssen stimmen, hinterher stimmen hinter den Oracles. Das können sie zwar inzwischen, Stim ist durch, aber eben, das möchte man auch nicht unbedingt ewig die Oracles jagen. Jetzt hier kommt der Loadout auf die Oracles, weil die gerade dem Medivac gefolgt sind und das auch getaggt haben. Das ist immerhin schön angedacht, weil Protoss weiß eh schon von dem Drop, da kann man noch versuchen, ob man die Oracles eventuell gesniped bekommt, denn die bleiben jetzt hier auch stehen. Das heißt, da ist nochmal hier eine Möglichkeit da für Chuck-Chi, um Oracle zu kriegen und beinahe hier, das Oracle mit den letzten Set Simpons. Jetzt fliegt sie rein in die Mainbase, aber da ist ein Phoenix gebaut worden und hier auch ein paar Stalker. Aber der Phoenix hier muss vorsichtig sein, denn Marines natürlich sind immer noch gute Anti-Air. Und da kam auch direkt wieder der Stim und der Fokus hier auf das eine Oracle und das ist hier mit Down. Währenddessen geht es hier drüben noch zu Sachen mit dem weiteren Drop. Der kann einfach hier oben auf dem Highground droppen und damit kann man dann auch fröhlich auf die Probes schießen. Da braucht es gar nicht mehr. Und die Protoss-Army kommt hier gerade mit dazu, heißt ein bisschen spät hier gerade. Immer der eine Marine wird rausgenommen, der Drop hier. Mal sehen, was er noch treibt. Der Stim trotzdem hier mal ran. Währenddessen versucht der Drop in der Mainbase reinzukommen. Hier sterben einige Probes ziemlich schnell weg. Und jetzt geht es hier auch weiter in der Mainbase. Der Phoenix ist eigentlich da. Die Marines werden trotzdem ausgeladen. Hier die Marines haben nämlich einen guten Job gemacht. Haben hier richtig viel rausgenommen und werden jetzt auch evakuiert. Währenddessen in der Mainbase geht es weiter. Das Medivac wurde gesniped. Die Stalker fighten hier mit der Schildbatterie. Jetzt die Schildbatterie leer. Damit die Stalker sterben auch zumindest mal einer. Auch der zweite hier wird ziemlich low. Na, wird eigentlich das gerade noch so überleben. Und auch nochmal eine weitere Schildbatterie kommt mit dazu. Aber die Terran-Armee hier hat sich neu gesammelt, neuer Trupp an Bio ist hier vorhanden, vor der dritten Basis des Protoss, währenddessen Terraner dritte, die läuft, ein Orkli ist noch mitten in der Nähe, aber da ist eine Widowmine und damit, nein, es kommt gerade noch so weg, das ist wirklich einen letzten Augenblick für das Orkli, damit es hier das noch überlebt hat und es geht wieder mal hier an die Probes, man sieht es, der Highground macht dem Protoss da richtig Probleme, er muss wieder komplett hochlaufen, er hat gleich Blink, das macht die Sache etwas leichter, trotzdem die Terran-Armee hier hat wieder mal gut ein paar Probes rausgefokust. Jetzt hier sollte der Rana sich eigentlich zurückziehen, denn es ist sehr viel Protoss hier trotzdem vorhanden. Einige Adepts, einige Sentries und hier ist nur ein einziges Medivac, das heißt die Bio hier kann gar nicht so viel tun. Stimmt jetzt hier auch, versucht wegzukommen. Währenddessen kommt da die Unterstützung mit weiteren Medivacs geladen mit Einheiten. Und ja, da stirbt eigentlich Medivac Nummer 3 und somit hier die Bio läuft nur auf wenig Medivac-Unterstützung. Es sind 4 Medivacs auf dem Feld und davon sind 2 wieder hier in der Mainbase. Die Stalker hier, die Schildbatterie hat kaum noch Energie übrig, aber aktuell die Marauder fighten mit dem Pylon. Jetzt ist die Schildbatterie down, die Marauder fighten nicht weiter und somit wird evakuiert, wenn auch sehr, sehr brüchig hier. Es wird nur der Teil der Marauder eingeladen, der hätte man locker mit allen wegkommen können. Aber somit hier, Chuck-Chi verliert auch einige Einheiten. Drogo hält dagegen. Beide Spiele hier aktuell auf 3 Basen. Denke, Chuck-Chi wird sich bald eine 4. Basis nehmen. Die Probe steht eigentlich schon bereit dafür. Ansonsten gibt es die ersten Liberator. Wir haben eine Armory, die gebaut wurde, für dann die 2 Upgrades auch für den Terran. Aktuell ist sie hier auf 1-1. Protoss hat ein Attack-Upgrade. Holt sich gerade ein Arm-Upgrade und Resonating Glaives für die Adepts, nachdem hier Blink bereits durch ist. Charge wird vermutlich auch noch irgendwann dazukommen im späteren Spielverlauf, wenn das Spiel allzu viel länger dauert. Und hier nochmal der Drop hier. Also Chuck-Chi wirklich komplett fokussiert auf seine Drops, diesmal mit 4 Medivacs. Also das ist eine Feuerpower, die da rausgeht. Hier lebt noch immer ein Oracle, das kann hier scouten. Die Stalker allerdings werden gegen so viele Marauder nicht viel zu melden haben. Chuck-Chi nimmt jetzt, Drogo nimmt jetzt hier seine 4. Basis hinten. Das ist die Mini-Basis. Die hat zwar relativ viel Gas, dafür relativ wenig Mineralien, aber wenn der Protoss auf Templar geht, kann er das Gas sowieso gut verwerten. Die Medivacs werden gleich gespottet vom Oracle und dann muss vom Drogo eine gute rechtzeitige Reaktion kommen, denn das ist wirklich gefährlich. 4 Medivacs voll, immer die Stalker versuchen jetzt das hier zu snipen, blinken hin und kriegen auch beinahe hier das erste Medivac. Schön gemacht hier von Drogo. Da wird ihre direkt wieder ausgeladen, währenddessen hier die Phoenix Hallucination wird von Widowmine ausgelöst. Chuck-Chi baut hier auch Widowmines. Die haben natürlich gerade das Problem, dass wenn sie ausgelöst sind, sind sie auch enttarnt, heißt man kann die easy rausnehmen. Und währenddessen hier ein Marine gegen die Protoss-Army. Das läuft nicht gut. Ja, die Protoss-Army sieht immer noch ähnlich aus wie am Anfang. Hat ein bisschen bessere Upgrades. Kriegt jetzt bald Koloss-Unterstützung. Währenddessen hier drüben der Trupp an Bio mit einem Liberator und Widowmines pusht da auf Richtung dritte Basis. Da ist immer noch mal ein Scouting-Pfeil, in dem er rausgenommen, der rausgenommen wurde hier. Protoss-Army versucht, sie in Position zu bringen. Hier ist noch ein Liberator mit einem Shard an der Natural. Setzt sich auch gegen die Stalker durch. Da ist das Star-Sterben-Props. Hier an der dritten Sterben-Props. Und Drogo damit. Er verliert gerade ein bisschen Überblick. Chuck-Chi mit der nächsten Army kommt hier rein in die dritte direkt. Und das sind gerade nur Stalker. Man sieht, wie die Stalker draußen Leben gebombt werden von der gestimmten Bio. Währenddessen sind 2 Attack-Upgrades hier für den Terraner unterwegs. Da kommt nochmal eine Widowmine in ein paar Einheiten. Trotzdem, Terraner zieht sich nochmal zurück. Er hat gerade nicht seine Army zusammengesammelt. Er hat immer hier 2 Klumpen, mit denen er kämpft. Dementsprechend kommt da der Stim nochmal weg. Da kam auch gerade noch ein Scan hier von Chuck-Chi. Einmal auf die Mainbase, um zu sehen. Nein, also nicht die Mainbase, nicht sicher, worauf. Hier hat er gestimmt. Okay, vor der dritten. Ja,
Sorge, hier haben sie sich zurückgezogen, da wurde die Terran-Army nochmal größer und hier geht's wieder auf die Probes. Togo hat bereits so viele Probes verloren, hier 26 Stück in diesem Spiel. Jetzt ist noch ein Koloss mit dabei, heißt bisschen mehr Splash-Damage gegen die Bio, das ist auch wichtig. Aber es warten hier auch mehr und mehr Liberator hier gebaut, gerade schon für Chakti. Und damit wird seine Army ziemlich krass, jetzt kommt noch die Stalker-Flankierung auf diese kleine Army, die nimmt dann nicht mal einen Medivac raus. Der Rest der Army wird zurückgedrängt, aber hier geht's wieder weiter auf den Nexus der dritten Basis. Der wird jetzt einfach gefokust und der wird hier auch fallen. Die Adepts kommen nicht rechtzeitig, die wird einmal löst nochmal darauf hinaus. Die Stalker hier alleine können einfach nicht fighten, müssen hier auf die Unterstützung warten. Sentry setzt nochmal Force Fields, kriegt damit nochmal ein paar Einheiten rausgesniped, aber hier drüben geht's direkt wieder weiter. Da wurde ein Koloss rausgefokust, der war hier ganz alleine und die Bio hier zerlegt einfach gerade nach und nach den Protoss, weil er hier nicht vernünftig kombiniert fighten kann. Hier drüben ist nochmal zwei Widowmines, die schnappen sie nochmal Einheiten. Dafür werden die Widowmines immerhin gecleared. Und die Stalker hier versuchen nochmal auf das Netzwerk zu kommen, aber es sind dann doch am Wegblicken. Und hier geht's rein mit dem Drop in die Main-Base. Und Chakti wirft da einfach das TT, weil er hier einfach auseinandergerissen wird. Und nicht an allen Fronten schön verteidigen kann. Ja, das war der Auftakt von Best of 5, Chakti gegen Rogue. Damit 1:0 für Chakti. Vielen Dank fürs Zusehen, das war Replaycast Nummer 683. Bis zum nächsten Mal und ciao.